So, da sind wir schon wieder zurück. Nämlich, es geht immer noch um Sorana. Wir müssen nämlich noch die Spitzhacken finden. Also, das finde ich, haben sie mal wirklich schön gemacht. Rückenaccessoire, Skin, Spitzhacke. Also, suche die Spitzhacke, die im Ladebildschirm bevorstehendes Chaos versteckt ist. Während du das Outfit Sorana benutzt. Also, wie bei dem Rücken auch, wir müssen ab in den Spind. Zack. Dann müssen wir Sorana auswählen, die ist hier. Haben wir ja schon. Dann Rückenaccessoire muss ich einfach auf Ehre mitnehmen. Weil, wie gesagt, ich feiere den Skin jetzt schon. Schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr den Skin? Also, ich glaube, ich werde den hier definitiv länger spielen. Aber bevor wir uns dazu widmen, wie wir die Spitzhacke finden, erstmal positive Nachrichten für alle Neuen von euch. Nämlich, wenn ihr gerne Custom Games spielt und noch neue V-Bucks haben wollt, neue Skins haben wollt, dann seid ihr bei mir genau richtig. Kurzfassung ist, ich habe einen Creator Code, also kann ich auch Custom Games machen. Custom Games aber mit Preisgeld. Heißt, über einen gewissen Zeitrahmen gibt es immer wieder Preisgeld. Heißt, mal eine Woche, mal 2 Wochen. Jetzt haben wir erstmal angefangen mit 2 Wochen und wollen einfach mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Warum mache ich nicht Runde für Runde? Ganz einfach, ich will die belohnen, die wirklich oft im Livestream dabei sind. Ist halt einfach, in meinen Augen ist das am fairsten, weil sonst kommt irgendein Pro-Gamer hin, sagt, ach, hier geht es gerade um 50 Euro, ach, die hole ich mir doch mal schnell mit. Ja, meine Community denkt sich nur, super, E-Sportler, ganz toll. Und ein E-Sportler wird sich selten, sage ich jetzt einfach mal, 10 Runden hinsetzen und sich dann mit den Leuten auseinandersetzen. Der will einfach nur schnell reinkommen, sein Geld machen und wieder abziehen. So, was das betrifft, habe ich jetzt kurz erklärt. Dann, was die Skins betrifft. Ihr seht oben, ich habe 560 V-Bucks. Den ersten Skin gibt es hier erst bei 100, 800 V-Bucks. Da sparen wir auch jedes Mal hin. Ich habe jetzt zwei Skins in den letzten paar Tagen schon rausgehauen. Haben wir uns auch drüber unterhalten. Deshalb 800 V-Bucks Skin, weil einfach so hat jeder eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Skin zu bekommen, als wenn wir da bis auf 2000 hochspielen mit Rette die Welt. Und jeder, der Rette die Welt selber spielt, weiß, wie schnell man eigentlich die V-Bucks bekommt. So, das war es jetzt erstmal dazu. Dann, wenn du das Ganze natürlich mitmachen willst. Wie gesagt, wir sind jetzt 2120 Abonnenten. Erstmal Gruß an alle Neuen, die heute dazu kamen. Dann gerne ein Abo da lassen und vor allem die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivierst du aber nicht für mich, weil mir bringt so eigentlich nichts unbedingt, aber für dich halt. Weil im Itemshop morgens werde ich halt immer sagen, ob wir heute einen Skin verlosen oder eben nicht, weil das siehst du ja auch anhand den V-Bucks. Und ihr seht auch die Zwischenstände, was die Custom Games betrifft. Weil ist klar, wegen Schule etc. kann man nicht jeden Tag im Stream sein. Und ich zeige nur mal kurz, wie das Ganze gerade jetzt aussieht. Wir haben vor 3 Tagen, also am Montag haben wir angefangen, jetzt haben wir Donnerstag. Und so sieht das Ganze aus. Also wir haben schon ein paar Runden gespielt, ein, zwei Runden wurden nicht gewertet. Aber die genauen Regeln wirst du dann schon im Stream erfahren. Da mach dir mal keine Gedanken. So, wie gesagt, Abo da lassen, Glocke aktivieren. Jetzt gibt es aber noch was Wichtiges. Nämlich, wenn du einen Skin gewinnen willst bei einer Verlosung, mir bitte eine Freundschaftsanfrage schicken. Einfach an yt-familyhack. Zack, zack, zack. So, egal wie es geschrieben ist, nur das Wichtige ist halt yt-familyhack. Dann auf Abschicken. Klar, geht jetzt nicht. Kann ja mich selber keine schicken. Warum musst du das Ganze machen? Ganz einfach, wegen Geschenke verschenken. Ich kann nur ein Geschenk an den verschenken, mit dem ich schon mindestens 48 Stunden befreundet bin. Wie man sieht, Black Devil leider noch nicht. Würde ich quasi jetzt live streamen und würde sagen, ach, weißt du was, ich verschenke mal einfach einen Skin. Gib mal alle irgendwas in den Chat ein, ich los mal aus und Black Devil hätte gewonnen. Dann hat er leider verloren, denn wir sind noch nicht lange genug miteinander befreundet. Also, wie gesagt, schickt gerne eure Freundesanfrage rüber. Dann seht ihr auch, wenn ich online bin. In der Regel entweder bin ich gerade ein Video am machen oder komme gleich online. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch mal langsam mal rein in die Aufgabe. Nämlich, wir müssen unsere Spitzhacken finden. Und zum Glück sind es Zweihandspitzhacken, denn ich liebe sie. Und dann, wenn der Skin und das farblich alles noch aufeinander abgestimmt ist, eigentlich perfekte Kombo. Also ich freue mich wirklich darauf, wie das gleich aussehen wird. Ich würde sagen, das Ganze machen wir in den Gruppenkeilen, weil Solo ist mir aufgefallen, fliegen komischerweise doch sehr viele an genau die Punkte. Aus dem Grund machen wir einfach Gruppenkeile. Ich hoffe einfach, dass die Route relativ gut ist, aber
Das kriegen wir schon irgendwie hin. Bis jetzt haben wir ja jede Aufgabe heute hingekriegt. Ich sage ja, seit 4 Stunden bin ich jetzt dran für euch. Ich hoffe, du könntest das eventuell mit einem Like respektieren. Nein, Quatsch, aber ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt dein Abo raushauen. Und als Krönung, Creator Code. Ich habe einen. Also wenn du irgendwas kaufen willst, gerne meinen Creator Code benutzen, würde mich natürlich noch mehr unterstützen. So, hier sehen wir schon die Tasche auf dem Rücken. Und wir haben leider ein wenig Pech. Denn wir müssen, warte, lass mich selber gucken. Hierhin müssen wir. Warte, nicht, dass ich hier einen Fehler mache, aber doch, wir müssen darüber. Da müssen wir rüber. Genau da an die Kurve da. Eieiei, das gibt ja einen langen Flug. Aber ich habe gesagt, wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie werden wir schon da drüben ankommen. Ich glaube, ich muss jetzt schon sogar einen Hängegleiter aufmachen. Eieieiei. Ach ja, dann erzählt mir mal was aus eurer Kindheit. Was habt ihr heute so Schönes gemacht? Aber ich muss sagen, der Skin gefällt mir wirklich. Desto länger ich ihn angucke, immer besser. Wutschi-Tasche, erst dachte ich, oh Gott, was will man denn mit so einer Tasche? Aber er ist echt nicht schlecht. Also wie gesagt, ihr seht ja, ankommen werden wir. Ich hoffe halt nur noch, bevor die Zone zumacht. Aber ich denke mal schon. Aber 1 Kilometer ist halt schon eine Entfernung. Und dann hoffe ich jetzt, dass da unten keiner in der Wetterstation rumturnt. Jetzt kriege ich nämlich einen kleinen Anfall. Weil man kennt ja und weiß, wie das Glück dann manchmal mit einem ist, dann funktioniert einfach gar nichts. So, wo wollen die zwei dahin? Ich glaube, die wollen auch darüber. Ich sage ja, Gruppenkeile eignen sich da eigentlich schon am besten. Aber ich denke mal, wenn da einer gelandet ist, dann dürfte der eigentlich jetzt schon wieder verschwunden sein. Weil da gibt es ja eigentlich nichts zu holen. Außer halt die zwei Spitzhacken. Beziehungsweise eine. So, dann kommen wir auch langsam dem Ziel näher. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich mich hier nicht verfliege. Aber ich meine, es wäre genau da. Ich glaube, da liegen sie doch schon. Ja. So, das nenne ich mal fast perfekt getroffen, oder? Also 1 Meter daneben ist akzeptabel. So, da liegen sie. Sehr schön. Ja, habe ich bekommen. Ich habe geangelt. Wenn man angelt, kriegt man den. So, wir gehen aber jetzt direkt raus hier. Weil ich will natürlich auch die Pickaxe schön in Auktion, in Aktion sehen. So, dann gehen wir wieder zurück. Wie gesagt, ich werde euch noch ein Video dazu zeigen, wie das Ganze dann komplett aussieht. Wo ihr genau hin müsst. Was ist das? Amar. Ach, jetzt werden aber alle Großen genommen, ne? Marco Reus auch dabei. Trimax und Toni Kroos. Auch nicht schlecht. 4. Dezember. Am 3. Dezember ist doch irgendwas mit Knossi und Bushido. So, gehen wir mal gerade rein. Zack, 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 zack. Sind das die? Nee. Hier, die sind das. Oh, die haben noch verschiedene Stile. Oder ist das die eine, die wir sowieso immer hatten? Na toll. Warte mal. Da wird wohl noch irgendwas kommen, weil die hat Stile, aber wir können es nicht bearbeiten. Aber gehen wir gerade schnell rein in die Lobby. Ich will nämlich nur gerade sehen, wie die sich generell verhalten. Weil in-game finde ich es immer interessanter, als wenn ich da jetzt auf Werkzeugklang gehe. So, schnell rein mit mir. Komm, gib Gas. Weil ich denke mir, ihr wollt natürlich auch sehen, wie das Ganze aussieht, falls ihr noch nicht so weit seid. Aber das werden wir safe hinkriegen. Bam, 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 bam. Komm, Attacke. Zack, zack, zack. Und, also genau so meine ich das. Es muss einfach alles farblich aufeinander abgestimmt sein. So mag ich Skins. Wenn wirklich alles zusammenpasst. Deshalb mag ich halt auch diese Komplettpakete. Deshalb habe ich mir auch das große Paket da für 30 Euro geholt. Weil da einfach immer was dabei ist, was zusammenpasst. So, was haben wir hier noch so rumlaufen? Ich weiß, wohl so geht der Skin eigentlich. Ich sage ja, im Shop sah der scheiße aus.
Aber so sieht er wieder nice aus. Aber ich würde sagen, das war es dann auch jetzt auch. Ihr habt ja gesehen, wie der Skin aussieht, wo es alles gibt. Wie gesagt, auf meinem Kanal werdet ihr jede Aufgabe finden. Wenn du Custom Games machen willst, Skin-Verlosung mitmachen willst, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auch und haut rein.